Und jetzt. Hallo, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen heute den Herzgedanken wieder ein bisschen was mit dem Schwert. Der Hübi ist auch wieder am Start und der Sergei hat ja vielleicht schon von der Kamera rumlaufen sehen und muss jetzt halt wieder raus. Aber der wird sicherlich auch wieder irgendwelche coolen Moves heute mit euch machen. Er hat mir auch noch nicht verraten, was er vorhat. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich aus seiner Augen mit ihm gesprochen habe. Gut, wir werden uns erstmal wieder ein bisschen auf. In der üblichen Manier. Wenn ihr Ideen habt, Fragen, Wünsche, wie immer, haut das nochmal schnell hier in die Kommentare rein. Ich habe Vorwege. 4 bis 6. Nicht gelesen, aber wir haben es getan. Wunderbar, so sind wir im Prima-Team, das sind wir jetzt. Alles klar, Leute. Dann lasst uns los. Viel Spaß. Ja. So, 4 bis 6 heute nochmal, in allen Details, ja? Mit meiner Lieblingswende aus der 4. In allen Varianten, die wir kennen, oder? Was, 2 Stück oder war ich? Nein, da kann man mindestens 4 draus machen. Es ja. Gibt bestimmt noch ein paar mehr Kämpfe, die Ideen dazu. Das macht meine Herausforderung aus. Auch eine kreative Wende für die 4. Ich werde den Turm wohl zu Hause, kann man sich den Finger bei den Dingen. Wenn Gegenstände fließen. Oh, nach jetzt. Kopf gerade lassen. Also nicht nur vorne einknicken.
Ellbogen zusammen, so weit oben wie es geht. Kräftig zusammendrücken und mit Anspannung runterziehen. Atmen nicht vergessen. Und andersrum, vorne und nach oben. Ja, kräftig anspannen über die Rücken. Und das Atmen nicht vergessen. Dehnung für den Nacken. Kopf schön gerade. Und wieder nur mit dem Kopf in die Handfläche drücken. Und mit der zweiten Seite den Körper auf Spannung halten. Und nur halten. Leichten Druck in die Hand. Langsam lösen. Knick, knack, andere Seite. Wir können denken, Kopf schön ruhig halten. Ein bisschen nicht sammeln, nicht rumgucken, nicht kratzen. Einfach nur die Spannung halten. Das Ganze nach hinten. Genau, wo kann ich hier? Wurde jetzt hier mal geheizt. Und auch hier wieder Kopf gerade und nur mit dem Kopf in die Hände reindrücken und die Spannung halten. Nicht ziehen. Schöne physiotherapeutische Übung. Wenn ihr aber wirklich Schmerzen im Nacken habt, solltet ihr die Übung einfach so dreimal die Woche machen. Ist dann ein paar Wochen noch nicht besser werden, würde ich mal ein MRT machen lassen. Oder zum Physiotherapeuten gehen, dann könnte es nicht sein, dass ihr eure Bandscheibenvorsätze gebrochen habt. Und das sollte man dann wissen, dann kann man gut dagegen arbeiten. Ich habe das Problem seit vielen Jahren und nur noch ganz wenig Probleme damit. So, dann kommt mal mit der Hüfte weiter. Und Knie hoch und zur Seite auf. Sieben, acht.
Das sind 42 Leute. Ja. Wir sind ja immer auf Bewegungsmittel. Und andere Seite. Okay, und das Ganze im Sitzen. Ihr kennt das Spiel, Füße zusammen, an den Körper ranziehen, Rücken gerade und Knie runter. Vom Festhalten geht. Also kleiner Tipp, wenn ihr im Körper, wo ihr viel sitzt im Büro oder so, oder viel steht, am Werktisch oder sonst wo, macht diese Übung auch ruhig. Zwei, drei Mal in der Woche. Besser wäre natürlich jeden Tag. Aber das hält eure Beweglichkeit so ein bisschen auf Vordermann. Ich merke es jede Woche, dass ich das auch tun soll.
Nehmen wir mit den Fingern die Arme ganz gerne, also die Hände, Schultern weit nach vorne, leg sie ab und ein bisschen Kontrollpunkt haben. Bibi ist da ein bisschen flexibler als ich. Macht es so, wie ihr es hinkriegt. Macht ganz gerne dann auch, wenn ich das ein paar Sekunden gehalten habe und es, sag mal, einigermaßen angenehm ist und man davon so sprechen kann. Einmal tief ein- und ausatmen, das kennen die meisten von euch auch. Und beim Ausatmen die Finger dann 2 cm nach vorne schieben, aber die Spannung nicht verlieren. Und meistens geht das ganz gut. Wieder ein bisschen halten, das kann man so 2-3 Mal wiederholen. Viel öfter sollte man das auch nicht machen, sonst geht nachher die Spannung noch zu hoch, es wird dann geht nachher irgendwas kaputt. Damit ist ja auch kein Gold. So, jetzt bin ich auch am Limit. 10 anziehen, nicht vergessen. Okay. Das ist ein bisschen viel. So. Ja, dann sind wir bei unserem Standardaufwärmprogramm durch. Der will bestimmt ins Bild. Ich mache ihm mal Platz. Ich mache das nächstes Mal. Du bist jetzt meine jüngste Assistentin. Was? Zeit. Zeit. Jetzt genau. 20 Sekunden? Ja, genau. In etwa. Schaffst du es ohne Regen? Nein. Muss ich jemand was? Also 30 Sekunden. Ja, machen wir 30. Durchmesser. Bla 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 bla. Hallo erstmal. Also, machen wir es wieder mit dem Schwert. Dann müssen wir ein paar Übungen, nehmen wir mal Powertraining ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen denken wir alle so ein bisschen verrostet, eingerostet nennt man das. Deswegen fangen wir jetzt mal locker an. Mit. Was hatten wir letztes Mal? 4 Übungen, ne? 4 Übungen. Da haben wir 4 Übungen geschafft. Also hast du nicht geschafft. Okay. Alles klar. Kommen wir erstmal ganz normal. Ihr kennt das Spiel. Ihr könnt 5 nehmen, legen so ein Stöckchen. Muss auch nicht so lang sein wie ein Schwert.
Geld haben wir schon. Okay, da haben wir die nächste Übung. Wir kennen auch die normalen Sit-Ups. Fangen wir damit auch erstmal auch an. Knie eingewickelt. Ja, ihr kennt auch diese. Da werden halt die Fußgelenke weiter unten beansprucht. Ja, ich bin jetzt zwei bei denen. Gefällt mir besser. Das hier ist natürlich ein Anfänger. Geil. Davon machen wir etwa 20 Mal. Right? Los geht's. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Kurz Pause. Locker. Stirn in die Hand nehmen. Pause etwa 10 Sekunden. Na, machen wir jetzt noch ein bisschen ein mit der Armrest-Technik. Allerdings so mehr kombiniert mit den Beinen. Ja, Ausgangsstellung. Könnt auch, wenn das wie ein Schwertkampf aussieht. Von der Seite. Ich zeige euch erstmal, wir fangen nicht an. Ja, achtet darauf, dass ihr nicht zu hoch kickt, ne? Viele Gelenke gibt es euch. Eventuell könnte es sein, dass ihr irgendwie abschweift. Und schön gegen den Fuß haut. Eine schwere tut weh. Okay, bereit. Und los geht auch etwa 30 Sekunden. Das ist halt für diejenigen, die noch Schwierigkeiten haben mit Gleichgewichtheit. Bereit? Das machen wir auch. 20 Sekunden. Auf einen und dann auf der anderen. Los geht's. Ja, kurz Pause. Beide uns schwer. Beide in der rechten Hand haben wir jetzt nur linken Bein vorne. Oder halt wir stehen so, ist auch okay. Ja, auf dem Grund ist es das gleiche. Ja. So, breit halten. Los geht's. Macht erstmal langsam. Ja, wie gesagt, die Schwierigkeit ist, erstmal das Gleichgewicht zu halten bei der Bewegung. Das ist verschätzt, was ist denn? Machen wir jetzt die 30, ja? Okay, und die letzte Übung, das machen wir tatsächlich 20 Sekunden. Das sind mehr für die Seite. Hüften. Also 20 rechts, 20 links, weil das muss man seitlich machen.
zwar eine Folge, ich weiß nicht, wie diese Übung heißt. Die sieht so aus. Und erstmal halten, ohne zu bewegen. Ja? Kurz breit halten. Heute ist mal anstrengend, gegen uns zu trainieren. Heute dasselbe noch, aber das geht einfach. Und los geht's! Ihr könnt euch dabei auch mal gerne ein bisschen vorne abstützen, so damit ihr nicht umfallt. So wie Serge da draußen. Kurz Pause. 10 Sekunden. Die sind schon rum. Und los geht's. Piep. Piep. Okay. Noch eine Technikschwierigkeit. Das ist einfach nur zum Abschluss. Mit schwer anfangen und schwer beenden. Wird sicher. Kriegen wir schon. So. Und zwar, damit wir unsere Blocksysteme nicht vergessen. Okay, deswegen ist das wieder falsch. Machen wir einfach Blocksystem 3. Wobei die geht hier 1, 2, 3. Sehr geil, ein bisschen. Ja, alles klar. Also 1, 2, Block, Angriff. War das doch, ne? Das war der Angriff. Okay. Und nochmal. 1, 2, Block, Angriff. Bam, 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 Block, Angriff. 1, 2, 3, 5. Und je schneller man ist, desto eher macht man Finger. Möchtest du sagen, Piep machen oder musst du einfach so suchen? Eigentlich habe ich schon gedacht, Piep, aber ich habe den Schlag gehört. Genau. Im Grunde, zwar wollte ich erstmal vier Übungen, alle vier Techniken, dass am Ende das nochmal gelegt werden, so schlecht wie schwer zu werden, damit die schwer machen. Genau. Danke sehr. Danke. Wie war die Zeit? Komisch aus, wenn wir den wahrscheinlich hübschen Lachen gerade abgeholt haben. Ja?
oder irgendwie so hier abstößt, macht auch keinen Sinn. Ja? Geht nach vorne. Wichtig ist auch natürlich, wenn ihr hier reingeht, dann macht ihr sowas, geht das sehr stark in den Rücken rein. Und wenn ihr Rückenprobleme habt, kommen die so eher raus, zum Beispiel Bandscheiben. Deswegen versuche ich wirklich. Jemand, der Rückenprobleme hat, wird diese Bewegung. In der Linie sein. Jemand, der Rückenprobleme hat, wird diese Bewegung nicht so machen. Also, wenn er nicht auf. Genau. Gut. Einmal mit der Gewichtung. Ich helfe. Rückenkraft ist ja wichtig. Ne? Rückenkraft. So, einmal wieder die Gewichtung. Ja. Jetzt werde ich mich auch nochmal auf die Rückhand gekommen, dass man hier gut sehen kann. Wir haben das einmal ganz umgedreht. Ich mache das mal bei mir zur anderen Seite. Handrücken ist außen. Okay? Gut. Jetzt ziehen. Ich mache das mal bei der Handrichtung. Schwert einklappen. Ja. Aus dem Handgelenk. Und ziehen. Gewicht von vorne nach hinten. Mal ein bisschen hier. So, nochmal. Rückhand. So, das Schwert klappt sich ein. Ich zeige euch gleich nochmal, warum das ist. Dann ziehen wir das parallel zum Boden. Ja? Die Spitze zeigt in eure Richtung. Die Spitze ist ein bisschen höher als die Hand. Das ist wichtig. Ich zeige euch gleich noch eine andere Übung. Jetzt drehen wir das Schwert einmal in der Hand um und gehen dieselbe Linie wieder hoch. Mit ein bisschen Schwung. Und dann kommen wir oben an für den Block. Und jetzt haben wir einfach schon fertig gemacht, ohne das anzukündigen. Außerdem weiß ich gar nicht, ob er noch will. Gut. Jetzt kommst du trotzdem einen Schritt zurück, dann kann ich es besser erklären. Dann haben wir nach vorne ein bisschen Platz. Wir haben uns ja alle aufgewärmt auf einmal. So, runter, hoch. So. Jetzt über die Mittellinie, also erstmal vorne absetzen. Über die Mittellinie, auf die andere Seite. Sehr schön. Alles bei der Vierwicht-Linie, das ist nicht richtig, ne? Ja, was habe ich denn mit den Füßen falsch gemacht? Du musst das noch machen. Dirk, du sagst, wir machen ein schönes Video. Jetzt machen wir so richtig wichtig. Eins, zack, zack. Hoch, rüber, in dem Fall also. Ich habe mich einfach verdammt, ich wollte es besonders akribisch für euch machen. Ne? Also, nochmal in die Geschichte. Hoch, dann locken wir, dann über die Mitte, auf die andere Seite. Ha! Da geht er raus. Jetzt kommt der spannende Teil der Rennen. Mittellinie, ja, also über die Mittellinie, über den Kopf, gerade auf den Kopf des Gegners. Das heißt, wirklich hier so rechts, nicht vom Körper, irgendwie da, sondern so dahin, sondern wirklich schön über den Kopf. Okay? Um es das mit Fehl reinzukriegen in den Schlaf. Vergessen, das Schwert einfach so führen. So. Handschuh. Ne? So, den Schwert sieht man so besser nachher. Das ist schön. Das ist ja. Nicht so den Schwert, das wäre Säbel. Das Schwert wird erstmal locker geführt und kommt rum. Pack. Da kommt nachher die Kraft raus. Wer am Anfang erstmal so macht, ist alles in Ordnung, das könnt ihr machen. Aber wenn ihr könnt, lasst dieses Machtsinn schnappen. Und dann wird er wirklich einfach pack. Oder zack, hier hin. Das hier ist meist recht langsam, ich habe nicht ganz so viel Power dahinter, wie man das nennen möchte. Wo steht die Bachino? Zack, noch nicht, steht die Hände. So, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsstelle der vier, nämlich die Wände. Da unterrichte ich seit ihr eine und dieselbe Variante. Es gibt mittlerweile von diversen Schülern und Mitstreitern diverse andere Varianten, wie man die Wände macht. Ich sage jetzt einfach mal, Hübi macht die Wände und ich zeige dann, ob ich sie genauso mache oder nicht. Und ich mache sie eben nicht. Gut, dann werde ich das nochmal kurz machen. Ja, also das ist halt, wir sind ja hier. Kann ich mal andersrum? So, eins, zwei, drei. Ja. So, ich ziehe ran, beide Füße sind jetzt am selben Ort und gehe mit dem anderen Fuß wieder nach vorne. Auf diese Weise. Bleibt nämlich die Schrittlänge in der Bahn exakt gleich. Wenn ihr beide Schritte in eine Richtung macht, dann ändert sich die Schrittlänge in der Bahn. Wenn ihr an der Wand angefangen habt, könnt ihr bis da zum Podium führen. Das ist die Variante, die ich unterrichte. Ich zeige sie noch einmal. Also, nochmal von hier nach oben, rüber. Ich ziehe es ran, bin jetzt quasi in der Ausgangsposition. Ja, wie ganz am Anfang, die erste Bewegung. Und gehe dann wieder
Auf der Selbstschätzung. Also, fang hier an und geh auch dahin wieder zurück, im Tempo. Andere Leute machen die Schritte in eine andere Richtung. Ist nicht meine Variante. Ist nicht verboten. Werde ich aber nicht unterrichten. So wie sie daraus gelernt haben. Das behaupten andere auch, dass sie das von mir so gelernt haben. Ja, von dir nicht. Ja, aber manche behaupten. Ja, eigentlich von mir. Ja, das kommt jetzt mal rein. Ich behaupte, sie haben das von mir so gelernt. Das stimmt nicht, weil ich unterrichte nur diese eine Variante. Das stimmt so. Das behaupte ich. Mag sein, das traurig. Okay, nochmal die Wende. Welche soll ich machen? Mach mal meine. So. So, jetzt sind wir wieder in der Startposition angekommen, also eigentlich ja schon in der zweiten Position. Und der Mabu. Und jetzt machen wir das Ganze mit ein bisschen Speed wieder zurück. Schlag nach oben, Schlag nach hinten, einstecken, Rückhand, ziehen, heben, rum. So, Rollbahn zu Ende. Das gehört nicht zur Form. Schön Gumbo und langgestreckter Abgang. Ich denke, damit haben wir das Ding jetzt so weit auseinandergenommen, wie es nur gut wie geht. Nochmal die Geschichte. Die Geschichte wollte ich nochmal machen. Mit der Grundbahn ein Stückchen führen. Warte kurz. Mit der Stütze. Ja, ich nehme hier so einen hübsch leuchtenden orangen Plastikstab. Der ist für mich gern geeignet, aber man sieht ihn besonders gut. Ja? Hebt sich vielleicht ein bisschen besser ab als der hölzerne Fahrtturm in dem Fußboden. Also, willst du stechen oder ich stechen? Ich steche nochmal. Ja, oder soll ich nicht, ich will da stechen. Da stechst du. Ja, okay. Also, was ich euch eben gezeigt habe, macht bitte nochmal den runter hoch. Genau. Welche Technik ist das? Um diese Technik geht es. Und warum die Klinge, der Winkel der Klinge so wichtig ist und warum es wichtig ist, dass die Spitze höher ist als die Hand und all diese Dinge. Das ist nämlich eine Verteidigung, die vornehmlich gegen Langwaffen funktioniert. Oder auch gegen lange Stiche von Schwertern funktioniert das auch ganz gut. Aber primär gegen Langwaffen. Wenn also hier der gemeingestockte Speerkämpfer mit einem langen Stich kommt, so tief, dann möchte ich ja eigentlich gegen das Bein, das kommt aus Platz, möchte ich ihn ja eigentlich also zum Beispiel da gegen das Knie oder in den Oberschenkel, wenn ich einen tiefen Stich habe. So, wenn er mir jetzt das Schwert da oben drauf legt, ja, und einfach nur draufhaut, nützt ihm das nicht viel, erwischt seinen Fuß, seinen Schienbein oder sonst irgendwas. Er nimmt einfach meine Energie und lenkt sie um. Ich will quietschende Geräusche nicht mehr wollen, das ist etwas irritierend. Ich glaube, die Kamera ist kaputt. Seid ihr noch da? Ich hoffe mal. Gut. Langer Stich. So, er nimmt jetzt die Energie auf. Ja, und zieht sie einfach mit sich mit und macht die Klinge dabei immer flacher und flacher und flacher, damit die Kontrolle übernimmt. Dann kann ich sogar die Plastikklappe jetzt nicht ausmachen. So. Und jetzt ist halt deswegen so wichtig, dass die Spitze höher ist als der Griff, weil wenn er das nicht macht, wiederholen wir das mal, machen es mal falsch, dass die Spitze zu weit unten ist, dann kann er die Klinge, meine Spitze, gar nicht rausdrücken. Und ich erwische ihn genauso, nur dass er noch ein bisschen mehr Energie da reinschafft. Macht also keinen Sinn. Wichtig ist dann auch, nochmal, richtig, falsch. Richtig, bitte. Ja, dass er das flach aufnimmt und nicht wedelt. Ja, die Klinge ist die ganze Zeit in diesem Winkel, ja, so 90 Grad zu eurer Bahnrichtung. Ihr dürft nicht wedeln. Was meine ich mit wedeln? Ich zeige es einfach kurz komisch, bitte. Ja, das wedeln. Ich muss jetzt anders wedeln sein. Ja, die Spitze darf nicht vor und zurück machen. Die Spitze muss wirklich ganz links zur Seite zeigen. Okay? Wichtig, diese Technik ist gar nicht so einfach. Aber wenn man sie einigermaßen raus hat, dann kann sie durchaus effektiv sein. So, wir machen das jetzt nochmal. Langsam mit Schwung, Stich kommt, er legt ihn oben auf, zack. Spitze ist hoch, er zieht, zack. So, nächste Bewegung. Er klappt das Ding einmal um, damit er nicht hängen bleibt an dem Stab. Jetzt kann ich versuchen, zurückzuziehen, so sehr ich will. Aber was jetzt hier ist, entweder in meiner Hand, ja, zack, deswegen bleiben wir schön am Stab dran oder an der Klinge. Ja, oder wenn ich es schaffe, zurückzukommen, geht er gerne da. Das kann man jetzt noch erweitern, wenn ich zwei Schritte zurückmache, kann man die Spitze nach vorne ziehen, aber das ist fortgeschritten. Technik, das lassen wir jetzt an der Stelle mal weg. Außerdem sollte es ja für die vier wichtig machen. Gut, ich denke, dann müssen Sie nochmal die Drehung machen, die als Drehung oder vier? Als Drehung oder vier? Wir wollen ja jetzt nicht verwirren. Okay, wir lassen das. Gut, ja, wir sind jetzt schon über die Zeit, obwohl wir erst eine Form machen. Gut, fünf. Was hängen wir noch mal was machen? Bevor wir den Kreis aus ist, dass so wenig Mittel
Sergej, bitte. Ich frage mal kurz. Sergej? Willst du noch? Ja? Okay. Machen wir die 5. Willst du eine Lübi oder? Oh, okay. Mir ist egal. Alles klar. Im Gegensatz zusammen. Oh, ja. Ja, wir machen mal meine 5. Die Anwendung davon. Okay, was sind eigentlich so die kritischsten Anwendungen? Ich denke mal, das ist immer das hier. Ja. Gute Idee. Ja. Genau, also wir machen das jetzt mal kurz die Form einmal. Habt ihr das auch gleichzeitig im Video? Und 1, 2, zur Seite, 3, 4, mit, 1, 2, und legen den Schritt, zack, erstmal Chilling. Und mit dem rechten Fuß wieder zurückgehen. Stich. Dann nur eine Bahn oder nochmal zurück. Zurück, dann kann man noch eine andere Seite. Seite. Eins. Zwei. Drehen, drehen, drehen. Zack, zack. Schwingung. Schlag. Stich. Zurück. Und ab. Ja, genau. Einmal die Anwendung. Also, das überspringen wir, das ist tatsächlich, also Bälle schneidet gerne. Manche machen hier nicht wie so einen hohen Lock um die Umsicherung. Ja, man kann auch die Menge abschlachten. Wollen wir nicht. Also. Kommen wir zu Leon. Ja, also erstmal, ich achte nicht auf das Schwert, sondern Schritt, so dass der linke Fuß vorne steht. Über dem Kopf die Hand. Die Hand geht nicht über den Kopf, sondern bleibt über eurer Schulterhöhe. Und den dreht sich nur der Handgelenk. Und dann danach kann man, wenn das Schwert die Drehung vollendet hat, kann man den einmal überziehen. Ja, das ist ein Infight. Geh mal zurück. Leiten das Schwert des Gegners ab. Ziehen und fixen. Genau, ich bin einfach nicht Infight. Also nochmal. Nochmal anders, denke ich. Übi. Ja, ist nicht. Übi. So. Du den mal nach vorne. Die bleibt über der Schulter. Ja? Nicht über dem Kopf, Schulter.
bisschen weiter sogar, weil hier vorne, also wir wollen eigentlich einen Impuls rauskriegen. Durch die Bewegung. Ja, dieses Ding. Und deswegen ist es natürlich, also je weiter ihr seid, so dass ihr, desto höher der Impuls, desto besser ist der Boden. Und dann ziehen wir, ne? Eins. Wenn das Schwert schon durch ist, geht da hin. Geht eigentlich fast wie automatisch, weil wenn ihr hier versucht, die gesamte Impulsenergie zu stoppen, werdet ihr merken, das geht ganz schön bis Unterarm und Handgelenk. Deswegen ist das hier, macht das auch die gesamte Energie weiter am Ende. Ja? Und das Ziehen zusammen, ja, also so eine entgegengesetzte Bewegung. Das Ziehen, Schwert soll schon hier sein, weil so seid ihr ein bisschen stabiler als so. Ja, größere Fläche, kleinere Fläche. Jetzt erst, wenn ihr außer Gefahr seid, also Schwert nicht mehr irgendwo im Kopf schwebt, ja, den zusammenziehen, zuschlagen und schieb dich. Genau, da auch linkes Bein. Also da steht er nicht mehr auf der gleichen Stelle. So, ja. Wir wollen mal den Anfang kurz machen. Da wollen wir nach dem Anfang machen. Nach dem Anfang, alles klar. Wir zeigen das nochmal in Trockenform. Oder wir zeigen das mal. Ja, noch mit der Atmung. Das kann man, finde ich, besser nach und nach vollziehen. Schieb. Komm, Fuß ran. Diagonal raus, nächster Schritt. Hoch. Genau, das machen wir gleich nochmal. Hier haben wir eine Linie. Ist die Linie zu sehen? Ist sie zu sehen? Ist zu sehen, ja. Alles klar. Machen wir nochmal nach der Linie, sodass man dann das Ball in den ersten zwei Bewegungen, drei Schritte wirklich nachvollziehen kann. Wir laufen diagonal raus aus der Linie. Weiter. Auf Lamaru, ungefähr halb zehn. Rein. Schnitt. So, und wieder Linie und diagonal rein in die Linie rein. Also wieder auf unserer Bahn. Und dann natürlich weiter im Programm. Genau, das kann man vielleicht noch. Hier ist leider keine Linie, aber vielleicht versucht man da gerade zu bleiben. Also, eins, stellt ihr euch da eine Linie vor. Bam, haben wir da vielleicht einen Stau? Moment kurz. Kann man Schwert anbieten? Nein, das ist mir zu gefährlich. Was ein Killerschwert. Ja, ich versuche das mal entlang der Linie, der Kupfer. Der Kschick draufgestellt, umgeknickt, verletzt. So, eins, zwei. Auf der Linie kommt ein Angriff, ich gehe raus, tang! Ja, wirklich. Und nicht so. Da. Das ist ein Schwert. Ich mache zum Hals, kann man auch, das ist egal. Und dann wieder rein, also nicht so, ja, sondern diagonal rein, nach vorne, also über 45 Grad, 45 Grad, Schnitt. Und dann weiter in der Linie. Und da bin ich schon viel zu lang. Das ist halt eine der wichtigen Sachen, wo Schwierigkeiten sind. Genau, wichtig ist, also bei vielen wissen zwar, aber nur selten achten drauf. Schwert. So, nicht so. Okay? Ja, also der Angriff auch zum Hals oder zur Brust, das ist so kleine schöne Sache. Das entscheidet sich jeder oder bei dir. Genau, Anwendung. Soll ich angreifen? Bist du vorhanden? Wow. Da noch mal eine. Welche? Ja, genau die. Ja, genau die. Du mal da hin. Damit die sehen, was du die da machst. Achso, ich dachte, ich wollte dich angreifen. Also, ich werde dich. Na gut, er wird mich angreifen. Ihr seid ja nicht so original, wie ich angegriffen.
Also ich stehe so, wieso auch immer, von der Seite und er will mich abstechen. Ich habe super Reflexe. Ja. Oben. Nicht sowas, denn dann passiert was? Autsch. So, genau. Also meine Technik oder meine Strategie, ich gehe zum Hals, weil ich erwarte, dass er gut ist, seine Deckung unten verlassen lässt und schneide dann seinen Bauch. Ja, das wäre halt meine Variante. Das wäre deine. Ja, das gleiche. Genau, das wäre halt die Anwendung im Grunde, was wir da sehen. Nochmal, mal ganz kurz. Ja, ich stehe ganz oben dagegen. Fang ab. Die Diagonale aus der Schnittlinie raus. Greifen wir jetzt an. Ja, er leitet das schön um. Macht noch ein bisschen so Druck, damit er noch ein bisschen dagegen hält. Denn dann geht er schwer drauf. Und dann wir können schneiden. Ja, und nur nicht an den Eingeweihten ausrutschen. Deswegen kein Gewicht vor. Wo du richtig Blut schon schwer runter, das ist wieder schwer Spaß. Ist nicht gut. So. Genau, gut. Ich glaube, das wollte gewesen sein. Wir haben schon eine Stunde gemacht. Gut, da drauf. Kommt uns hin. Hat den Vorteil an einem Einmaligen. Gut. Ja, danke sehr. Wenn ich jetzt noch reinkomme. Ich fahre schon. Ja! So, ja, das war jetzt quasi im Groben auch schon die 5. Wir sind jetzt schon über eine Stunde dabei, wie ich gerade schon gesagt habe, ich weiß nicht, wer von euch meint. Nutzt mal den Luxus, dass ihr jetzt schnell wieder eine Sonderbehandlung bekommt. Vor allem, weil ihr hier auch meine 3 Trainer habt und viele Meinungen und am Ende hat irgendeiner von uns bestimmt recht. Wichtig ist aber, dass ihr für euch Klarheit gewinnt, was ihr wirklich tun sollt. Wenn das nicht der Fall ist, kommt einfach zu uns und lasst uns das klären. Am besten zu jedem von uns. Ja? In erster Linie gehen wir natürlich immer zu einem Haupttrainer, in diesem Fall, wenn ich das, aber Hübner und ich sind uns eigentlich fast immer einig. Und Sergei und Hübner und ich, wir sind uns generell eigentlich fast immer einig. Womit kommt uns eigentlich unsere Differenz? Patty macht halt 1, 2. Ich gehe direkt von 1, 2. Ich ziehe direkt durch. Es ist vom Prinzip, es ist dieselbe Bewegung. Ja? Wir setzen sie halt etwas anders um. Deswegen. Also, da wird es immer eine kleine Entfernung dazugeben. Vom Prinzip her ist aber alles dasselbe. Ja? Solange ihr nicht von hier den macht, merkt ihr noch keinen. Was ist auch gut. Und noch eine Variante. Nichtsdestotrotz werde ich die meisten Leute weiterhin indoktrinieren, genau diese eine Variante zu machen. Wenn ihr weit genug seid, dass ihr keine ganz klaren festen Punkte mehr braucht, normalerweise mache ich das so am Grünboden. Dass die Leute ein bisschen nach eigenem Dünken mit ihrer Erfahrung trainieren. Bis dahin merke ich die Dinge, versuche ich sie eigentlich immer festzunageln, damit das einfach klare Strukturen sind. Das sollte gerade für die Anfänger für euch das die ganze Sache leichter machen. Ihr werdet sowieso merken, dass ihr bei Rot-Gold, bei Blau-Gold, bei Schwarz-Gold, zumindest bei diesen drei Ebenen, einen völlig neuen Erfahrungshorizont habt. Und damit werdet ihr, ich will nicht sagen, wieder von vorne anfangen, aber ihr werdet Dinge ganz anders wahrnehmen und dann kommen solche Varianten auch zustande. Es ist nicht falsch, nichtsdestotrotz für die Weißquote in der Prüfung wäre das falsch, glaube ich. Müssen wir. Die Idee raus. So, wir quatschen jetzt schon viel zu lange. Nächste Woche werden wir an der 5. nochmal den Helikopter machen und dann werden wir die 6. nochmal mit dem Türen durchziehen und jetzt hoffen wir, dass wir euch nicht so sehr gelangweilt haben mit den ganzen Geräten, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Gut, jetzt guckt schon der Meister hier um die Ecke und fragt sich, warum wir immer noch online sind. Wir gehen mal schnell. Also, ihr Lieben, tschüss, Mann. Sehr nett.